Herzlich willkommen zurück bei Seasons After Fall. Wir reisen wieder einmal in das Reich der Knospe. Hör mal, lass mich in Ruhe, bitte. Komm schon, ich habe keine andere Wahl, ist mein Job. Sehen. Ich will nicht ins Heiligtum zurück. Komm schon. Ist doch immer so nett dort. Noch nicht so Deep Purple, wie das hier ist. Ach, hier kann man nicht hoch. Okay, ich verstehe. Nun gut. Das Ritual der Jahreszeiten ist überhaupt nicht das, wofür du es hältst. So? Die Hüter wollen gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Da bin ich mir sicher. Sie wollten mich loswerden. Das ist doch alles nur ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Knospe, hm? Keiner mag mich. Mi. Weißt du, erstmal einen Fuchs zeigen, wo es lang geht. Das mit deinem Fuchs bedauere ich. Ja, genau. Wie auch all die anderen Fehler, die ich begangen habe. Er ist ein bisschen spät dafür. Ich wusste nicht, was ich tat. Und er hat den Preis für meine Ungeduld gezahlt. Tatsächlich. Er muss auch gerade stehen dafür. Die Hüter verstehen mich nicht. Aber du. Du scheinst anders zu sein. Genau, ich habe dir nur 4 deiner Eizellen gestohlen. Hier. Der letzte meiner Schätze. Zack. Ich hoffe nur, dass du auch weißt, was du tust. Na klar. Ich bin erfahren. Das ist mein zweites Leben. Ich weiß, was ich tue. Eine Rückkehr. Errungenschaft freigeschaltet. Sauber. Die Knospe, sie ist es wirklich. Tausend Dank, Fuchs. Der Zugang zum letzten Altar ist offen. Wenn erst alle 4 Hüter versammelt sind, kann uns nichts mehr daran hindern, das echte Ritual der Jahreszeiten durchzuführen. Das ist das erste Mal, dass eine Knospe sich weigert, sich dem Ritual zu unterziehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ist, sie zu zwingen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich noch vieles lernen muss. Wenn du denkst, dass wir zu ihrem Wohl handeln, weißt du, was zu tun ist. Beende, was wir angefangen haben. Brich auf und suche den letzten Altar. Ja, es wäre jetzt ja noch schön gewesen, wenn du mir wenigstens eine Himmelsrichtung gegeben hättest. So nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, irgendwas. So habe ich jetzt irgendwie nur das Gefühl, ich kann jetzt überall hinlaufen und weiß noch überhaupt nicht, was ich tun muss. Und ich habe auch noch weiter das Gefühl, diese 2 Dinge hier, ja, die müssen genauso gefüllt werden, im Endeffekt, wie diese 2 Dinge. Das hier scheint mir irgendwie sehr merkwürdig. Und scheint mir auch ein Hinweis darauf zu sein, dass es in einem bestimmten Bereich, nämlich links unten sozusagen, wir haben ja hier sozusagen immer links unten, links oben, rechts unten, rechts oben. Wir bewegen uns jetzt 2-dimensional im Endeffekt. Und irgendwie scheint mir das so, als wäre links unten noch ein weiteres Gespräch zu finden, was uns vielleicht auch Hinweis geben könnte, welches Ende zum Beispiel für die Knospe das gerechte Ende wäre. Nochmal! Nein, wir wollten weiter. Das hier war der letzte Wind. Was mir auch noch nicht so ganz klar ist, warum zur Hölle
leuchtet nur ein einziger dieser komischen Finger. Ja, warum leuchten da nicht mehrere? Wir haben doch jetzt tatsächlich schon 4 Winde befreit. Warum sind die also noch nicht beim Altar angekommen? Das erschließt sich mir auch noch nicht so ganz. Ich werde jetzt nochmal das machen, was beim letzten Mal auch schon zu Unsicherheiten meinerseits geführt hat. Ich werde in das Schlammloch gehen und mich dort nochmal umgucken, ob dort nicht irgendwie sowas ist, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, als dieses Gespräch kam. Obwohl wir hier schon alle Altäre bzw. alle Blüten irgendwie offen haben, vielleicht gibt es hier auch nochmal einen weiteren Bereich, den wir vielleicht noch nicht gefunden und gesehen hatten. Könnte auch sein. Gehen wir hier oben lang. Nur um mal zu gucken. Mhm, hier muss ich auch oben lang. Und immerhin, das hier sieht fast so aus wie der Bereich, den wir gerade gesehen haben, als es hieß, wir hätten noch einen weiteren Altar offen. Aber irgendwie habe ich dann, also, ein Problem mit Zählen anscheinend, weil irgendwie schien das so, als hätten wir schon längst 4 befreit. Servus. Ach, guck mal hier. Spring auf den Stein, wenn du ins Heiligtum zurückkehren willst. Hatten wir den noch nicht befreit? So richtig? Kann das sein? Ist das vielleicht unser Problem? Ich schaue mich jetzt trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen weiter um. Den Stein kann ich immer noch mal benutzen. Und wir gucken einfach noch mal etwas weiter in das Schlammloch hinein. Das sind immer die ärgerlichsten, ja, Fehler kann man ja nicht sagen, aber die ärgerlichsten Momente. Wenn man irgendwie eigentlich was fertig hat und richtig gemacht hat, aber dann den letzten Schalter vergisst, den letzten Trigger nicht auslöst oder so und dann stundenlang herumläuft und nicht weiß, wie es anders zu machen ist. Aber nun gut. Hier scheint es ja wirklich so zu sein, als hätten wir die ganzen Auslöser schon irgendwie getriggert. Na gut, dann werden wir mal gucken, was uns dieser Stein hier bringt. Das ist einfach nur ein Teleport. Tatsache. Ja, lol. Das hat sich ja voll gelohnt. Andererseits hieße das auch, dass wir rechts unten und rechts oben noch Bereiche haben, beziehungsweise diese Gespräche haben, die wir finden können, die wir auch noch nicht gefunden haben. Nun gut, dann heißt es wohl etwas weiter explorieren. Und hier, guckt mal, da haben wir auch noch 2 Altäre, die wir anscheinend nicht komplett gefunden hatten. Moment mal. Was ist das denn hier? Guck an. Das war mir nicht bewusst. Ach, damit kommen wir endlich mal. Moment, ganz woanders hin? Wo kommen wir denn da hin? Das schien so gerade, als wäre das hier oben. Ja, das ist es auch. Jetzt bin ich gespannt. Gucken wir mal. Ach, schön daneben gesprungen. Einmal ganz schön den Bogen drüber gemacht.
Hervorragend. Na, Achtung. Aha, wir fliegen tatsächlich dreidimensional irgendwo ganz anders hin. Insel. Hier haben wir noch gar nichts gemacht. Gibt tatsächlich noch einen Bereich, den wir nicht kennen. Und was ist hier los? Das ist ja sehr merkwürdig. Ist eine Art Nebelwand, die uns überhaupt nicht weiterlässt. Wie nice. Das ist sehr schön gemacht. Cool. Hier haben wir wieder so einen Bereich. Oh, hier gibt es viel herauszufinden, so wie es aussieht. Und da haben wir den ersten Stein. Es werden noch weitere drei folgen müssen. Vielleicht sind das auch erst die eigentlichen Altäre. Ich mache jetzt natürlich nicht unbedingt eine moralische Entscheidung, treffe ich jetzt nicht gerade, muss man ganz ehrlich sagen, sondern ich treffe einfach die Entscheidung, hey, das ist das, was ich gefunden habe und das, was man machen kann, also mache ich das mal. So, den nehmen wir auch noch mit. Der hat einen weiten Weg. Fehlen noch zwei. Hier kommen wir auch nochmal hoch. Und hier ändern wir mal die Jahreszeit. Ist denn der Nebel noch da? Ja, der Nebel ist noch da. Ich weiß auch nicht, was das für ein Nebel ist. Aber vielleicht ist der einfach dermaßen dicht. Na, das hat wohl nicht so viel gebracht. Hier war auch kein Stein mehr zu sehen, oder? Aber wozu hat man denn dann dieses Rätsel, um da auf diesen Bereich hier zu kommen? Huch, was war das denn? Ich glaube, das ist einfach nur ein grafischer Effekt, mehr nicht. Nun gut. Zwei weitere fehlen. Hier ist noch irgendwas. Dann sollten wir vielleicht dort auch nochmal hingucken. Aha. Diese Springballen. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, welche Jahreszeit da die richtige war. Machen wir mal den Frühling. Mal gucken. Ja. Oder auch nicht. War doch das hier. Na gut. Ah, hier haben wir noch ein weiteres. Moment mal. Ach so, das müssen wir auch wieder in der richtigen Jahreszeit machen, glaube ich. Jawohl. Und hier haben wir einen weiteren Altar. Hervorragend. Und der bringt uns wahrscheinlich wieder zurück, nehme ich an. Lass den vielleicht noch nicht benutzen. Bevor wir den Altar zumindest nicht völlig frei haben. So, jetzt müsste aber hier eventuell auch mehr Zeug freigeschaltet sein. Gucken wir mal. Nee, noch nicht. Damn it. Aber nun gut, dann benutzen wir das mal. Ich hoffe mal nicht, dass wir... Oder etwa doch. Und zack, sind wir wieder in der Bucht. Boah, ist das alles verwirrend. Vor allem, weil das auch immer so schnell geht. Man kann nicht absehen, wo es einen hin verschlägt und dann, zack, ist man plötzlich da. Wir sind in der Bucht, wo auch noch zwei fehlen. Hier zum Beispiel.
Vielleicht gibt es auch mehrere Verbindungen zu der Insel, die wir bisher noch nicht gesehen hatten. Ich weiß auch gar nicht, wo wir uns jetzt hier genau befinden. Ehrlich gesagt. Aber ich gehe einfach mal weiter. Nein, nein, nein! Oh Gott. Ja, wer es nicht in den Fingern hat, der hat es in den Beinen oder so. So ähnlich heißt das. Ja? Das heißt, wer nicht mit dem Controller nicht so gut umgehen kann, muss ich halt ein-, zweimal laufen. So, das hier ist auch auf jeden Fall neu. Das sieht so aus, als könnte es wieder zur Insel hinüberführen. Tut es tatsächlich. Wir haben hier eine mehrere Verbindungen beinhaltende Bahnverbindung. Eine mehrere Verbindungen enthaltene Bahnverbindung. Das war jetzt nicht besonders elegant ausgedrückt, aber ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich doch. Ach, hier wollten wir nicht zurück. Wir wollen erst nochmal zur Insel. Das war nämlich das Levelende tatsächlich. Das heißt, die neue Verbindung zur Insel muss irgendwo anders entstanden sein. Nur wo? Jetzt laufen wir doch sehr weit zurück. Das hier ist die letzte Verbindung, die wir entstehen haben lassen. Dort geht es auf jeden Fall nochmal zur Insel, aber ich glaube, das ist... Ach, komm schon, das kann doch nicht angehen. Wieso springe ich eigentlich immer daneben? Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal die Folge beenden. Ich hab's heute gerade nicht mehr so mit dem Zielwasser, glaube ich. Na, endlich. So, und das, glaube ich, ist aber die neue Verbindung, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich will irgendwie dieses Rätsel noch für die, in dieser Folge fertig kriegen. So, da könnten wir auf jeden Fall schon mal... Ja, wir sind hier in einem völlig anderen Bereich in der Insel. Das hat alles nichts damit zu tun, was wir schon kennen. Hier sind, hier ist zum Beispiel einer. Und da wissen wir, was wir tun müssen. So. Jetzt ist bloß die Frage, wie wir da unten hinkommen. Hatten wir hier noch irgendwie eine Möglichkeit, weiter nach unten zu gehen? Hier ist wieder der... Na gut, dann machen wir erstmal diesen Bereich. Oh Gott, das hoch. Vielleicht kommen wir hier rüber da dran. So, Nummer 1. Dann können wir hier im Herbst das hier entstehen lassen. Ah, guckt euch das an. Und das sollte erst... Ja, das bleibt erstmal hier. Das trägt uns durch den Nebel in einen anderen Bereich. Wahrscheinlich in den Bereich tatsächlich, den wir vorher angefangen hatten. Ist das hier... Ach, guck an. Hier ist... Nee, wir sind in dem Bereich. Lol. Dann muss ich jetzt hier nochmal gucken. Ist das der Weg, der uns zurückführt oder nicht? Ich hätte so das Gefühl, dass das eher in diese Richtung ginge. Gucken wir einmal ganz kurz in diesen Bereich hier rein.
Ich glaube, wir waren hier zum Beispiel noch nicht, weil das ja neu war. Nummer 3 ist das jetzt gewesen. Und jetzt fehlt nur noch dieser eine Bereich, wo wir irgendwie hier hin müssen. Das sollte uns den Weg freischaufeln. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt gehen wir in den Winter, lassen das hier aufladen. Müssen dann nur noch hier nach oben. Und hier einmal auslösen und wieder runterfallen. Sehr gut. So. Der schießt jetzt das Ding hier rein. Rums. Und wir können das Teil aufsammeln. Und haben damit den Altar voll. Liebe Leute, das wird jetzt eine lange Folge diesmal. Egal. Knack, knack, knack. Schönes Sounddesign auch. Ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, auch bei Luther Kings. Gerade für so Sounds, die kein nicht natürlichen Ursprung sind, da irgendwas zu finden, was halt Sinn macht. Übrigens auch ganz witzig bei LOL und bei ähnlichen Sachen sich anzugucken, was die für Sounds teilweise kreiert haben für diese ganzen Waffensachen, die ja alle nicht realistisch sind, sondern irgendwie völlige Fantasy-Sounds, aber die trotzdem irgendwie aus irgendeiner Sehgewohnheit heraus tatsächlich das sind, was wir, wenn wir das sehen, auch wahrnehmen würden als Sound oder uns vorstellen würden. So, endlich! Altar im Nebel. Eine Errungenschaft freigeschaltet auf Steam. Ich glaube tatsächlich, dass die Winde erst dazu geführt haben, dass wir überhaupt die Altäre freischalten konnten. Und damit haben wir jetzt erst den zweiten Altar freigeschaltet, liebe Leute. So sieht's nämlich aus. Ach, guck an! Ja, damit hätten wir... Weißt du, was eine Knospe wirklich ist, Fuchs? Eine solche Knospe ist im Leben eines Waldes eine äußerste Seltenheit. Es ist eine Art Wunder, für das wir, die Hüter der Jahreszeiten, die Verantwortung tragen. Ist ihre Erziehung abgeschlossen, will es das Schicksal der Knospe, dass sie das Heiligtum verlässt und einen Ort zum Aufblühen findet. Sofern sie dazu bereit ist. Das heißt, wir haben hier eine Art Symbol oder symbolisches Coming of Age. Vielleicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich hier in die richtige Richtung laufe. Bin ich jetzt eigentlich noch auf der Insel oder bin ich jetzt nicht auf der Insel? Ich bin gerade sehr verwirrt. Ich muss irgendwie nach oben oder so. Versuchen, da hochzukommen. Aber ich glaube, das kann ich nur, wenn ich wieder im Winter bin. Oh, ist das verwirrend. So. Ich glaube, hier konnten wir irgendwie wieder zurück, oder? Das sieht gut aus. Ja. In der Bucht haben wir noch nicht alle Altäre gefunden.
Da wäre jetzt die Frage, ob man hier noch weitermacht oder nicht, man hier noch weiter sucht. Was ich auf jeden Fall mal machen werde, ist tatsächlich bei diesem wunderschönen Baum einfach mal die Folge zu beenden. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss.